Zoltaner, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizon. Meine Maus hat am Fahren lassen, das weiß ich alle. So. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 2. April 2021 um 20.18 Uhr hier auf Berg. Und heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeit. Hat denn gestern jemand den Dokumentarfilm im Fernsehen gesehen? Es ging um die Geschichte des Sackhüpfens. Wirklich sehr informativ. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass mich Filme über Sackhüpfen direkt einschlafen lassen. Ach, du liebe Zeit, da rede ich mal wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Tschüss! Jeden Tag auf der Insel. Machen die richtigen Bedienungsanleitungen für die Riesen-Tag-Kommode frei.
Ah, okay. Schaufel. Eine Büchse. Morgen machen wir ein Ein-Stunden-Stream live dran, sondern oh, eine Lampe! Wie geht's dir so? Hat dich lange nicht mehr gesehen. Du meintest mich doch nicht etwa. Wunderbar, ich finde es immer klasse, immer wir mal reden. Tag passiert dich. Ich weiß jetzt, wo man einen richtigen Tag passiert dich lässt. Farben richtig sein, doch wie sie herumschwanzen. Oh ja, Agraruswalter fliegen so schnell, dass es gar nicht so einfach ist, einen einzufangen. Ich sollte ihnen wohl zu ihrem Glück gratulieren. Doch mir scheint, jedes Insekt wie ein Unglücksbote. Na, in jedem Fall. Ja, so immer. Schauen wir mal nach der Schneiderei vorbei. Hi, grüß dich, willkommen an unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Lumpel, vielen Dank, dass du
dass du diese tolle Stelle bei unserem Laden gefunden hast. Wir haben beschlossen, uns auf Berg niederzulassen und dir unsere Mode zu verkaufen. Ja, dann darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag, du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagten Teile der Saison. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Und wenn dir an der Schneidereipuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nun zu Hintergrundbahn. Hier findest du eigene Designs unserer Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus. Und du kannst dir die hier gezeigten sogar kostenlos übernehmen. Daneben ist das Design-Tausch-Terminal aufgestellt. Hier kannst du Designs von Herstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deine eigenen hochladen. Zu guter Letzt noch der Umkleidewand. Den findest du ganz rechts im Laden. Da kannst du alles anbieten, was wir gerade anbieten. Und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleidewand auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist praktisch und du kannst auch sehen, wie gut dir dann ein Outfit steht. Wir haben jeden Tag von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufig hier sehen. Entschuldige, keine Zeit zum Reden. Hey, Tina, kannst du mal dich mal bitte um die Kundschaft hier kommen. Die Abfolgen. Das ist ein Multischirm. Dafür werde ich. Na. Danke, hoffentlich bis bald. Hallo, hallo! Willkommen in den Nutzgarten. Verkaufen. Die Tischlampe kauft man und die Hängematte. Und der Zaun und die Wandkerze. Brauchen wir viele. Und den Radio. Vielen Dank, Dankeschön. Heute fahren wir zu einer Meilenz.
AstraZeneca! Das ist mein Ticket. Ich bin halt noch nicht da drauf. So. So, dann heute fahren wir zu einer Meilenstelle. Mit. Ich hoffe nicht, Dominik. Ja. Weiß ich. Meilenticket Anderson. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Oliver! Ja, hey. Willkommen an Tor zu den Lüften, dem Flughafen vom Berg. Ich kann nicht dir helfen, ich möchte fliegen. Roger! Du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einsetzen möchtest. So wie der Unterlag möchte ich noch alles wissen. Wo möchtest du ein Meilenticket nutzen? Du möchtest ein Meilenticket verwenden, Roger? Es ist alles bereits im Abheben, aber nur um sicher zu sein, bist du bereit, wechseln am Start, Josef. Speichern. Ja, Toto 1, Toto, empfängst du mich? Habe ich jemanden, der etwas umbrucht, läuft? Oh, Roger, alles stark. Okay, dann guten Flug und viel Glück! Roger, kannst du glauben, ob ich den Flug knuppert, ist sicher auf der 10. Wieso, ich warte hier und flieg nicht weg. Komm vorbei, wenn du Werkzeug oder einen Flug hast. Ich bin genau dabei belandet, so. Dodo sagt's einfach ein.
Von Ecke 40. Na geil! So kriegen wir zurück, los geht's. So, und mit dem DHL-Zeichen schließen wir heute ab. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde.